Hallo, ich bin Kai, Immunologe aus Heidelberg. Es taucht immer wieder die Frage auf, ob es sich bei den gegen Covid-19 eingesetzten Impfungen um Gentherapien handelt. Laut einer geltenden EU-Richtlinie ist ein Arzneimittel, das rekombinante Nukleinsäuren enthält, also RNA oder DNA, als Gentherapeutikum definiert. Die Präparate von Pfizer und Moderna enthalten RNA. Sie fügen eine modifizierte Nukleinsäuresequenz in menschliche Zellen ein, die dann ein verändertes Protein produzieren. Rein technisch gesehen handelt es sich also auch bei diesen Präparaten um Gentherapeutika. Seit 2009 enthält diese EU-Richtlinie allerdings eine Ausnahme. RNA- und DNA-basierte Arzneimittel, die als Impfstoffe definiert werden, gelten nicht mehr als Gentherapeutika. Das erleichtert und beschleunigt nicht nur die Zulassung solcher Substanzen, es erhöht natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Entscheidung, ob wir die Präparate von Moderna und Pfizer als Impfstoffe oder als Gentherapeutika bezeichnen, basiert also nicht auf einem technischen Unterschied, sondern allein auf einer politisch motivierten Definition.